Schaut, liebe Brüder und Schwestern, die Hölle an sich besteht aus ganze 7 Tore. Und der Ungläubige, der Käfer, betritt jedes dieser Tore. Und das erste Tor nennt man Jahannam. Der Ungläubige wird reingebracht und seine Gesichtshaut und Fleisch verbrennen. Dann wird er in das zweite Tor reingebracht und dieses Tor nennt man Lada. Dort verbrennen seine Arme und Hände. Dann wird er in das dritte Tor gebracht und dieses dritte Tor nennt man Saqar. Dort verbrennt seine gesamte Haut und Fleisch, so dass er nur noch aus Knochen besteht. Dann wird er in das vierte Tor gebracht und dieses Tor nennt man Al-Hutamah. Dort verbrennt ihn das Feuer bis zur Brust. Dann fließen seine Tränen. Diese trocknen aus. Dann fließt Eiter. Dieses trocknet aus. Dann fließt Blut und dieses trocknet aus. Vergesst nicht, lieber Bruder und liebe Schwester, die Größe, diese riesige Größe, die der Ungläubige haben wird in der Hölle, damit er dieser Bestrafung ständig ausgesetzt ist. Aus einem Hadith entnimmt man, dass sein Zahn von diesem Ungläubigen so groß sein wird wie Jabal Uhud, wie der Berg Uhud, dem entsprechend der Körper. Dann wird er in das fünfte Tor gebracht, Al-Jahim. Ein Stein in Al-Jahim ist größer als diese gesamte Welt. Dann wird er in Al-Sa'ir gebracht, das sechste Tor. In diesem Bereich befinden sich 300 Paläste, lieber Bruder und liebe Schwester, 300 Paläste aus Feuer. In ihnen, in diesen Palästen, befinden sich 300 Häuser aus Feuer. In jedem dieser Häuser befinden sich 300 Arten der Bestrafungen. Skorpione, Schlangen, Ketten, etc. etc. Dann wird er in das siebte Tor gebracht werden. Das nennt man Al-Hawiyah, die schlimmste Bestrafung. Die schlimmste Bestrafung erwartet dort nur diejenigen, die nicht an Gott und an seine Gesandten geglaubt haben und auf diesem Unglauben gestorben sind. Da ist ein Brunnen. Aus diesem Brunnen sprudelt es. Aus diesem Brunnen wird die Hölle erhitzt. Das Feuer darin ist schlimmer. Das Feuer darin ist so schlimm, dass die Hölle selber Zuflucht sucht bei Allah Azza wa Jal. Da ist ein Riesenberg aus Feuer, wo der Ungläubige gefesselt darauf gesetzt wird. Und es gibt keinen Tod mehr. Keine Linderung in der Hölle. Allahu Akbar. Allah möge uns davor bewahren. Amin.